Ubisoft Presence. A Ubisoft San Francisco production. In collaboration with Ubisoft Osaka. South Park Digital Studios. Eine dicke fette Katze namens Scrambles. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden und die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. South Park. The Fractured. Butthole. Oder auf Deutsch die rektakuläre Zerreißprobe. So, und damit herzlich willkommen, meine Freunde. Ich hoffe, es erinnern sich noch einige da draußen an den ersten Teil, den wir zusammen gespielt haben. Es war mega, es war Weltklasse. Es war eines der besten Let's Plays, die ich je gestartet habe auf meinem Kanal. Und jetzt sind wir hier in South Park 2, The Fractured Butthole, die rektakuläre Zerreißprobe. Ich bin dafür, dass wir hier so einen Afro nehmen und der bekommt die Farbe. Wir machen einen Chincha und zwar machen wir das rot. Wobei, Moment, gibt es da vielleicht noch was anderes? Sowas hier. Oder gibt es noch was anderes? Oh, geil! Ja, sowas. Das will ich. Nein, 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 doch lieber das da. Genau das nehmen wir. So, Bärte. Natürlich, meine Freunde, müssen wir einen Bart haben und zwar so einen. Und zwar auch in der Farbe Rot. Oh ja, unser Superheld. Der wird bombastisch. So, Accessoires. Haben wir eine Brille? Nein, wir haben keine Brille. Welche Kleidung tragen wir? Unser Cape wird zum Kontrast zu Rot sein. Und zwar so. Oh, perfekt. So. Gut, hier kann ich auch noch die Farbe ändern. Dann machen wir... Wir sind... Der Ampelmann. Obwohl, dann mache ich das Cape lieber gelb. Und das T-Shirt grün. Meine Freunde, darf ich euch vorstellen, der Ampelmann. Allerdings sollten wir vielleicht orange machen, oder? So, nein. So ein helles Gelb, das da. So. Okay, perfekt. Der Ampelmann schreitet zur Tat. Mit, schwarzen Fäusten. So, Ampelmann, zeig, was du kannst. Schwierigkeit. Was? Hä? Hä, das ist die Hautfarbe. Ich glaube, ich lasse das lieber so. Ich meine jetzt nichts, dass ich gegen Dunkelhäutige hätte, aber dunkelhäutig wird mit sehr schwer in Verbindung gebracht. Deswegen, ich nehme das da. So. Okay. Und jetzt? Weiter. Erstellen. Ancient Siren. Oha. Die Mauren greifen an. Sie sind überall. Lass sie nicht zu unserer Basis. Zu spät. Sie haben das Kastell gestürmt. Ah! Sie haben die Basis. Schlag sie zurück. Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark. Sie tragen Fahrradhelme. Wo ist der König?
Ja, Leute, ich bin da mal kacken, ne? So, oh, okay, jetzt muss ich erst wieder hier an die ganze Steuerung da mich gewöhnen. So, was muss ich machen? Um den richtigen Punkt. So. Halten und hier. Hier und dann. Zack. Und jetzt? Oh Gott, drehen. Wow, super. Und jetzt? Okay. Jetzt haben wir erstmal fett gekackt. Ja, Mann. Wir sind ein Kackmeister. Überragend. So. Erstmal hier wieder ein paar Sachen holen. Furz sei weg. Mittel gegen Analjuckreiz. Och, ist das toll. Jetzt das Ganze. Warum ist hier eigentlich der Dinger? Ah, okay, das ist zum Schlagen. Aber schlagen kann ich ja auch so. Ich will den. Ich will, dass der weg ist, der Pfeil. So. Der Pfeil ist raus aus dem Spiel. So. Okay. Gut. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Oh, was war das? Die Eltern, sie haben sich gestritten. Hier geht's zurück ins Bad. Wir haben hier... Oh, was ist das? Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Okay, so, was haben wir hier drin? Eine Batterie und ein Teppichmesser. Und wir gehen mal zu Daddy. Was macht der da? Was holt er da raus? Aha. Daddy ist am Futtern. So, ist hier was drin im Müll gewesen? Nein. Und was ist hier? Das scheint mein Zimmer zu sein. Ach, ich erinnere mich. Ja, sehr toll die ganze Sache hier. So, hallo. Oh, Klebeband, Labschaum und Stoffballen. Oh. Cool. So. Verprügeln wir mal hier das. Nee. So, können wir nichts kaputt machen. Leider Gottes. So, fällt leider nichts um. Schade. Okay. Interessant hier alles. Okay. Oh, Spielzeugkiste. Habe ich da nichts drin? Hallo. Oh, in meinem Nachttisch. Was wird da wohl drin sein? Schatzspielkarten. Ja, gut, Leute. Wir haben hier unseren Ampelmann. Und da liegt ein Dildo. Ist das... Das ist ja cool. Okay, dann schalten wir mal wieder aus. Anscheinend sollten wir nicht hier sein. Aber wir haben das Zimmer schon mal entdeckt. So, gehen wir die Treppe hier runter. Uns hat jemand geklopft. Aber bevor... So, bevor... Hallo? Mutter, was ist denn los mit dir? Sei still. Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen. Ich hab nur was im Auge. Okay, sie hat nur was im Auge. Sag mal, jetzt ist aber mal wieder... Sei doch jetzt still, Mann! Ah, hier, kriegst du ein paar auf den Hintern! Hier, ich versohle ihn dir. Gefällt dir bestimmt. So. Okay, hier ist nichts los. Überhaupt nichts. Das heißt, wir sollten vielleicht einfach die Tür aufmachen. Oder den Fernseher anmachen. Oder die Schublade hier öffnen. Oh, Lithium-Akku. Cool. Hallo. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Was? Mein Herr! Ach komm, Alter! Ja, okay, ich... Oh Gott, nee, wir gucken erst in die Garage rein. Hallo? Ach Mist, okay, ich kann nicht in die Garage gucken. Und jetzt? Hallo? Das Wo willst du hin, Herr? Das ist das Ende der Welt! Ja, ich komme ja schon. Du hast dich angezogen und wirst gleich König? Ich glaube eher, du bist eine kleine Muschi. Halt die Schnauze! Kampfvorteil! Vorwärts kann ich! Oh Gott! Erteil ihnen eine Lektion! Schlag? Hä? Wie geht das? X, um die Kraft auszuwählen. Bats! Wow, cool! Das war eine gute Kombo. Kräfte mit Rückstoß könnten zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Das ist cool.
Ich habe keine Angst vor dir und deinen Königskombos. Oh nein. Ja. Kann ich mich noch parieren irgendwie? Oh Mann. Ging das nicht noch irgendwie? Hau sie weg, König. So, okay, mein Freund. So, und... Bad. So, der ist erledigt. Der Ampelmann hat zugeschlagen. Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. Ja, ja, ich bin Weltklasse. Kann ich jetzt in die Garage gucken, bitte? Hier lang, König! Och, Mann! Ich will wissen, was in der Garage drin ist. So, was muss ich jetzt machen? Okay, und Bart. Du schaffst uns nicht alle. Doch, ja, ich erledige euch. Ich erledige jeden von euch hier. Greifst du einen Gegner zuerst, dann erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Das ist überragend. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Okay, jetzt bin erster ich dran. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Ich wäre dran gewesen. Okay. Der König hat einen Kampfvorteil. So, der darf zuerst. Dann machen wir Batz. Wow. Oh nein. Zeig's ihm, König. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja unmenschlich. So. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Oh, oh. Stimmt. Aua. Weiter, König. So, was machen die? Okay, die können mich nicht schlagen. Das heißt, ach nee, ich muss da eine Runde aussetzen mit. So, und Bats. So, das ist auch was abgekriegt. Ja, ja, ja. Oh, oh, jetzt kriege ich auch ein bisschen was aufs Maul. Aber, genau, so sieht's aus. Das kitzelt mich nicht mal. So, wir werden das hier einsetzen und nochmal hier volle Kanne so. Bad! Oh, Rückstoß-Kombo! Oh, die zwei haben wir erledigt. Was macht der denn da? So, hier. Hier. Zack und zack. Bad! Hier, nimm das! Und das! Ich bin der Beste. Los! Wir müssen ins Kastell! Ja, los! Schnell, mein Herr, Sie brauchen Hilfe! Ja, ja, ich bin doch unterwegs. Was ist hier los? Oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Nein, der Boden ist Lava. Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Ey, das ist so geil gemacht, Freunde. Das ist richtig, richtig cool. Oh nein, ich will nichts überstehen. Ein Drache? Wir sind am Arsch. Oh nein, oh nein, was machen wir jetzt? Oh oh, der Drache. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Gerätst du in einen Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Oh oh, aua. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Okay, was machen wir jetzt? Haben wir hier noch eine Attacke? Okay, passt auf, Freunde. Wir machen jetzt erstmal das hier und... Batz! Sehr schön! Rückstoß-Kombo. Aber der Drache ist noch nicht erledigt. Ah, das ist natürlich böse. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. Der okay, König da ist unbesiegbar. Ja, ja, bin unbesiegbar. Feuer, oh, oh. Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Mach bloß den Feueratem aus. So. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Ja, ja. So. Okay. Aua! Also der ist schon, ja. Stark, ne? Jetzt kommt der Feueratem. Unser König ist ausgewichen! Er hat seinen eigenen. Okay, wenn das ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König! Auto! Hä, was passiert jetzt? Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Heilige Scheiße, ist das geil! Okay. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig. Und... Boah! Kacke! Drachentöter! Ja! Dragon Slayer King Douchebag. Ich bin der Wahnsinn, ich weiß, Freunde. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich, das Kind ist der Wahnsinn. Ja, kann man ruhig mal klatschen, oder? Freunde. Umging gesprungener... Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden.
Ja, ah, nur der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ah, okay. Moment. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Ja, ja, ich bin überragend, ich weiß, Freunde. So, Nur zu, eure Hoheit. Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen. Hallo, da ist irgendwas. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Hey, ich komme hier nicht hin. Zum Kastell. Hallo, kann man das nicht kaputt machen hier? Hallo. Oder komme ich da irgendwie nochmal hoch? Da ist irgendwas. Was wollt ihr denn von mir? Wir müssen weiter. Wo wollt ihr denn hin? Dann gehen wir halt weiter. Wo willst du hin, Herr? Ich will zum Kastell. Aber... komme ich denn hier... Wisst ihr, da ist... Ah, okay, hier kann ich es wahrscheinlich reinschieben. Nein, so. Zum Kastell geht's hier lang. Ich weiß es doch. So, so, so. Ich kann das hier nicht reinschieben. Wie kriegen das weg? Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Was? Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Ich wollte das da hinten. Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Ja, ich weiß. Er ist Wahnsinn. Ich weiß, ich bin der Wahnsinn. Wow. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Ups. So, was? Du bist tot. Was? Nein. Hä? Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Du bist tot. Ja, 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 ist okay. Ja, jetzt hat's geklappt. Mann. Sprich, Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht, und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Kuhn und Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Haha! Was? Okay. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Das ist natürlich doof, ne? So. Hallo! Oh, hallo! Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Alles hier, mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Das habe ich mittlerweile schon rausgefunden. Kuhnkuchen, Verbrauchsgegenstand. Ah, gut zu wissen. So, gehen wir hier noch das öffnen. Erstmal hier das Haus irgendwie ein bisschen durchsuchen. Oh, okay, hier kommt man raus wieder. Gehen wir mal nach oben. Was gibt's da oben? Hier, so, zack, ich durchsuche jetzt alles. So, hallo. Das ist bestimmt hier Cartmans Zimmer. So, erstmal hier gucken. Oh, okay. Alles klar. Drücke X, um mal gegen... Ich weiß. Ach, da, die Dinger meint er. So. Cartmans Tagebuch. Christmas. Okay. Ja. Oh, cool. Ich spiele das gerade blind. Das ist ein Schlüsselobjekt, könnte wichtig sein.
Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich hier was finde, was ich brauche. Also was ich wirklich brauche. So, mach deinen Computer an. So, weil ich wollte so oder so hier alles durchsuchen, weil alles irgendwie wichtig ist. So, hallo. So, was ist da? Handbuch für Rohrarbeiten. Aha. So. Was ist ein Arschstöpsel und persönliches Gleitmittel? Okay. Alles klar. Das ist das Zimmer seiner Mom. Und hier haben wir das Bad noch am Start. So. Alles klar, Kumpel. Wenn du ein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Echt? Viel Glück, Kumpel. So, und? So, und jetzt? Wow! Alter. Hä, was, warum passiert da nichts? Heilige Scheiße! Was? Lol. Nochmal bitte. So. Halten. So. So, und jetzt? Achso, so. Alles klar, okay. Und jetzt. Wow, what the fuck? Nicht übel. Ah, jetzt raff ich das. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was muss ich jetzt machen? Alter. Och, nice. Alter. Heilige Scheiße. War das jetzt gut oder nicht? Ich glaube, ich war gut. Ich weiß nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich gut war. So, gehen wir mal runter jetzt. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom... Moment. Fällst... Inventar. Missionsgegenstände hier. Zugangscode. Hä? Komponenten? Du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Ach so, okay. Fake. Zack. Dich. Mom. Okay, gut. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Humankind, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber hey, ich habe auch rote Haare. Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar, Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Craig. Wusch! Super Craig! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn, verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Lol. Okay. Ist der Wahnsinn, meine Freunde hier. Ich liebe dieses Let's Play jetzt schon. So. Was ist das hier? Hey, hey, hey! Fass das nicht an. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck. Mom, der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen. Sei lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie. Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld, du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Defernessy-Gerät da drüben. Das da? Wieso sollten wir das Defernessy-Gerät in der Zelle für Superbösewichte lagern? Ja, ich weiß nicht, was ist das? Was ist das? Mit LT? Ah, lol. Du findest echt das Defernessy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Ah, hier das da. Okay. Ah, da habe ich es gefunden. Okay.
Cool, es gibt einen Untersuchungsmodus. Hier, Cartman, hasse. Das hat ja ewig gedauert. Das Fernsehgerät aktiv. Pip, 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 pip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt... Nicht da! Ja, wo soll ich mich hinsetzen? Da? Ah, okay. Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Hast du einen Coonstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur drei zur Auswahl. Brutalist? Speedster. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinien. Er kann die Raumzeit krümmen und so der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen. Okay, was bedeutet das da oben? Speedster. Okay. Brutalist? Der Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat und Gegner gerne mal fast in ein nahes... Was für ein toller Moment für dich. Okay. Bist du aufgeregt? Schau nicht einfach nur zu, wie Welt in Flammen aufgeht. Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen, die starken Kämpfe können an. Also ich bin eher für Speedster. Den da. Leute, mach mal den da. Ein Speedster. Super schnell und... Naja, super schnell. Ja, das machen wir. Wir sind Speedster. Ich wollte eigentlich der Ampelmann bleiben, okay, aber... Saftsack, okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Zum Spiegel gehen? Moment. Ja, Spiegel. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Okay. Du bist nach draußen. Ja. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und so hast du zum ersten Mal deine Speedster-Kräfte benutzt. Du hast das Raumzeitkontinuum gekrümmt, um dich mit Super Speed ins Gefecht zu stürzen. Du hast dich genähert und einen Quantenhieb ausgeführt. Okay. Du benutzt deinen Schlagangriff. Ich weiß. Ach so. Abbrechen. Alter, benutzt deine Superkraft. Ich weiß doch. Hä? Ich raff das nicht. Ach so. Ich rall das nicht gerade, sorry Leute. Hier. Ich hab da unten. Mit LB. Ich kann ihn nicht auswählen. Darum geht's mir. So. Ah, okay. Ich muss mich da hinstellen. So. Und jetzt kann ich das machen. Ah. Sag das doch. Dann wusste der Einbrecher, womit er es zu tun hatte. Verdammt, wir haben ja nicht gewusst, dass hier ein Superheld lebt. Verzweifelt schlug er auf dich ein. Nimm das! Aua. Ah, okay, ich kann blocken. Daraufhin mischte sich auch sein Komplize ein. Du machst uns keine Angst, Superheld! Doch die beiden näherten sich nur ihrem Ableben. Durch blitzschnelles Vibrieren wurdest du zu einer unaufhaltbaren Energiemasse. Hey, was treibt der Kleine da? Mit dieser Kraft konntest du zweimal nacheinander angreifen. Ah, das Zuerst ist hast du dem zweiten Einbrecher die Quantenfaust verabreicht. Scheiße, meine Atome! Die geschwächten Einbrecher konnten den finalen Angriff nicht mehr verhindern, den Überschallsprint. Nice. Lol. Das Bug ist zu schnell. Nichts wie raus hier. Du dachtest, du wärst endlich in Sicherheit, aber ein dritter, viel größerer Eindringling stürzte sich in den Kampf. Hab eben schon eine Wurst in den Orkus gejagt. Hier kommt die nächste. Oh oh. Bevor du reagieren konntest, landete er mit seinen enormen Fäusten einen kritischen Treffer. Oh. Erschöpft von deinem Doppelangriff musstest du wehrlos Schläge einstecken. Dem entkommst du nicht! Okay. Du warst verletzt, aber der Einbrecher hat einen schweren Fehler gemacht. Jetzt warst du angepisst. Mit letzter Kraft hast du deine ultimative Fähigkeit eingesetzt. Hyperraumwut. LOL.
Nice. Er war einfach zu schnell. Geil. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Na, alles klar. Das machen wir, Freunde. So. Okay, da haben wir ein paar Follower. Ah ne, wir haben es installiert jetzt erstmal. Alles klar, okay. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der ersten Folge von South Park The Fractured Butthole. Lasst auf jeden Fall einen bombastischen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.